Jo, Lieben, dieses Video kann ich nur mit Motorrad beginnen. Muss aber auch den Käfer mit ins Bild nehmen, weil heute hat mein alter Kamerad von Bundeswehrzeiten, Hans Steher aus Dortmund, Geburtstag. Wir waren zusammen in Iserlohn bei der Bundeswehr und da war der 1976 schon dabei. Wir haben uns, also Hans und ich, haben uns erst zu meiner Motorradzeit wiedergefunden und ich war begeistert. Wir haben quasi lückenlos wieder an unsere alte Freundschaft angeknüpft und ich bin zweimal bei ihm in der Fahrschule gewesen. Hans ist Fahrlehrer in Dortmund und wir sind schöne Touren gefahren. Ich war zweimal mit ihm und seinen Fahrschülern oder Ex-Fahrschülern in Assen zum MotoGP-Rennen und das war klasse. Und ich hoffe, wir können das noch mal wiederholen, wenn man uns lässt. Jetzt am Wochenende ist ja wieder Assen, deswegen erwähne ich das. Hans, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Und ich hoffe, dass wir uns in alter Frische noch mal wiedersehen, wenn man uns wieder lässt. Ich kann zur Ausbildung bei Hans nur sagen, wer bei ihm Motorradfahren gelernt hat, der kann Motorradfahren. Der kann Motorradfahren. Ich stelle euch ein paar Links in die Videobeschreibung unten rein, damit ihr ihn auch mal live seht. Ich hoffe, ich darf das. Ich hoffe, ja. Und kann nur sagen, wer in der Dortmunder Gegend Motorradführerschein machen möchte, Hans Steher, Weißenburger Straße, Dortmund. Geht dahin, da lernt ihr Motorradfahren, dass ihr hinterher sicher auf der Straße unterwegs sein könnt und werdet. Ich war ja, als ich dahin kam, schon fast. Ja, geschockt kann ich nicht sagen. Aber wie gut diese Leute, die da ganz frisch Motorradführerschein haben oder ihn noch machen, quasi die Tour quasi als Fahrstunde mitnehmen, wie gut die Leute Motorrad fahren können. Nein, das sage ich nicht, weil ich Hans kenne, sondern das sage ich, weil es so ist. So, länger soll das gar nicht werden. Hans, alles Gute dir morgen. Ich nehme das ja einen Tag vorher auf, also dir heute und bleib so, wie du bist. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.